Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's mal wieder das allmonatliche What I Read Next Subvoting. Ihr dürft wieder entscheiden, was ich im kommenden Monat, also im Juli, lesen werde. Ja, ich habe mir wieder vier Bücher hier rausgesucht. Dieses Mal wird's ein New Adult Voting und es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lux und Kiss. Ich habe mir nämlich zwei Lux und zwei Kiss-Bücher ausgesucht und ihr dürft entscheiden, wer das Rennen macht und welches Buch ich dann im nächsten Monat lesen werde. Ich würde sagen, hören wir auf, lange drum herum zu babbeln. Wir starten direkt mit dem ersten Buch. Das da wäre The Secret Book Club Band Nummer 2. Der da heißt Die Liebesroman-Mission. Ich habe ja, glaube ich, beim letzten Subvoting oder bei dem davor auch schon mal das Buch hochgehalten, in der Hoffnung, dass es jemand auswählt. Aber das wurde es nicht. Im letzten Monat wurde es... Aber das zeige ich euch einfach am Ende vom Video. Das liegt nämlich auch noch hier auf meinem nächsten Stapel für das nächste Video. Ja, The Secret Book Club ist eine Buchreihe, in der es darum geht, dass eine Männerclique quasi einen Liebesroman-Buchclub gegründet hat. Und das ist halt mega witzig. Ich habe Band 1 ja auch schon gelesen. Und Band 2 geht nicht weniger lustig weiter. Echte Männer lesen Liebesromane. Das findet zumindest Geschäftsmann Braden Mack. Er gehört einem geheimen Buchclub an, in dem Männer über Romances diskutieren, um Frauen und deren Wünsche besser zu verstehen. Theoretisch klappt das bestens. Praktisch stellt ihn Liv, die kratzbürstige Schwägerin seines Freundes Gavin, vor ein Rätsel. Für sie sind Liebesromane nichts als Zeitverschwendung. Als sie ihren Job verliert, weil ihr Chef sexuelle Belästigung für ein Berufsrisiko hält, ist das die perfekte Mission für Mac. Er hilft Liv, diesen widerlichen Mistkerl zu ruinieren und beweist ihr nebenbei, dass es auch im echten Leben Happy Ends gibt. Buch Nummer 1. Dann switchen wir mal rüber zu Lux, zu The Dream of Us von Evie Kasi. Bitte, wenn es jemand weiß, wie die Dame ausgesprochen wird, sagt mir das gerne mal. Gerne auch in Lautschrift in die Kommentare. Ja, das Buch habe ich Anfang des Jahres beim Weihnachtswichteln oder beim weihnachtlichen Wichteln, ich glaube, das war tatsächlich erst nach Weihnachten, erhalten und hatte es vorher auf meiner Wunschliste. Ich habe da meine Wunschliste beim Wichteln angegeben, damit einfach die Überraschung größer ist, als wenn ich einfach drei Titel nenne, die ich gern hätte und mein Wichtelpartner sich eins von den dreien aussucht. Um was geht es in dem Buch? Julie Summers ist Cheerleaderin mit Leib und Seele. Daher ist es auch ihr großer Traum, nach dem College-Abschluss einen Platz bei den Cheerleadern eines erfolgreichen NFL-Teams zu ergattern. Doch dort gilt eine strenge Regel. Wer einen Footballspieler datet, fliegt raus. Bisher war diese Vorschrift kein Problem für Julie, bis sie den neuen College-Quarterback Andrew McDaniels kennenlernt. True löst mit nur einem Blick Gefühle in ihr aus, die sie so noch nie empfunden hat. Und jedes Mal, wenn die beiden sich treffen, wird das Prickeln zwischen ihnen stärker. Aber ist die Möglichkeit einer Zukunft mit True es wert, ihren Traum aufzugeben? Buch Nummer 2, The Dream of Us. Dann Buch Nummer 3. Habe ich von Evie bekommen zum Geburtstag. Kissing Lessons von Helen Huang. Ich glaube, so heißt sie. Ja, hier gibt es eine kleine Feinheit, die ihr bei eurer Auswahl bedenken müsst. Es handelt sich nämlich um den dritten Band einer Reihe. Sprich, wenn ihr jetzt so lustig seid und dieses Buch auswählt, dann zwingt ihr mich quasi dazu, zwei weitere Bücher zu kaufen, denn Band 3, Kissing Lessons, kann natürlich nicht vor Band 1 und 2 gelesen werden. Ist ja klar. Dementsprechend, wenn ihr euch für Kissing Lessons entscheidet, dann ist das so eine gewisse Hassliebe. Dann werde ich natürlich Band 1 und 2 noch vorab lesen und vorab kaufen. Aber ich lege mein Schicksal in eure Hände und wenn ihr das möchtet, dann wählt bitte Buch Nummer 3, das da lautet
Anfängerkurs in Sachen Liebe. Küssen sollte einfach sein. Jeder tut es. Es ist nicht viel dabei, aber Stella kommt sich jedes Mal vor wie ein Hai, dem gerade ein paar Pilotfischchen die Zähne reinigen. Und das ist nicht schön, weder für sie noch für den Mann. Sie hat die Sache mit der Liebe schon beinahe aufgegeben. Als Asperger-Autistin mag sie ohnehin nichts, was ihre Routine stört. Doch dann bringt ein dahingesagter Satz sie ins Grübeln. Übung macht den Meister. Stimmt das? Braucht sie einfach mehr Erfahrung? Und wenn ja, wer bringt einem das Küssen bei? Und mehr. Vermutlich ein Profi, ein Escort, wie Michael Fan. Auch wenn der eine ganz eigene Vorstellung von ihrem Unterricht hat. Buch Nummer 3. Last but not least, das letzte Buch. Ich hätte es euch jetzt beinahe verkehrt rum in die Kamera gehalten. Worlds Collide von Annabel Steel. Kam schon seit Verkündung, dass es auf den Markt kommt, auf meine Wunschliste. Und oh, meine Nägel, auch wenn sie nicht mehr so schön sind, passen perfekt zu dem Cover. Ja, jetzt bin ich wieder ganz raus. Nein, es hat mich einfach total interessiert, diese Thematik. Ihr werdet gleich beim Klappentext sehen, welche Thematik ich meine und was das Ganze mit mir gemein hat oder was mich da so angesprochen hat. Ich finde, Annabelle schreibt einfach super, super angenehm. Also ihr Schreibstil ist sehr, sehr angenehm. Auch wenn Breakaway mich jetzt nicht vom Hocker gerissen hat, storytechnisch fand ich es trotzdem sehr, sehr schön zu lesen. Und das macht halt einfach für mich eine gute Autorin aus. Ich meine, Story, da gehen die Meinungen halt einfach auseinander. Der eine mag dies, der andere mag das. Ich kann zum Beispiel keine Geschichten mit Rockstars mehr sehen aktuell. Von daher würde eine Rockstar-Geschichte aktuell bei mir vielleicht auch eher 3 Sterne kriegen als 4, weil ich da einfach momentan keinen Bock drauf habe. Aber hier bei diesem Setting bin ich davon überzeugt, dass es mir gefallen wird. Und jetzt Achtung! Fiona hat es geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-YouTuberinnen Englands. Reist von Event zu Event und wird schon bald eine eigene Make-up-Linie herausbringen. Aber ihr Leben war nicht immer so glamourös. Aufgewachsen in einer finanziell schwachen Familie nutzt sie jetzt ihre Reichweite, um anderen zu helfen. Ihr gutes Image gerät allerdings ins Wanken, als YouTuber Damien einen Skandal aufdeckt, in den Fiona unfreiwillig verwickelt ist. Auf einer Convention will sie ihren guten Ruf retten, doch dann sitzt bei dem Panel ausgerechnet Damien neben ihr. Ja, wenn es um YouTube geht und um Panels und Conventions, bin ich natürlich direkt am Start. Buch Nummer 4, Worlds Collide. Ich zeige sie euch jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, wie immer. Ja, ihr Babys. So, Buch Nummer 1, The Secret Book Club 2. Buch Nummer 2, The Dream of Us. Buch Nummer 3, Kissing Lessons, auch ein dritter Band. Buch Nummer 4, Worlds Collide. Beim letzten Voting hat ein Buch gewonnen, das schon länger auf meiner Liste stand. Ein Fluch so ewig und kalt. Und große Auflösung. Ja, ich habe es gelesen und werde euch aber dann im Lesemonat erzählen, ob es mir gefallen hat oder nicht. Jetzt liegt's an euch. Ich werde natürlich auch wieder bei Instagram eine Abstimmung machen. Und dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Genießt den Tag und bis zum nächsten Mal.